bringe ich mich meistens immer in die größten Schwierigkeiten. Ja. Einmal, da sagte sogar eine Freundin zu mir, passt das nicht an im Spiel. Und was mache ich? Ich steuere die Spielfigur hin, touch es natürlich an. Auf einmal geht die Wand runter und ein riesen, fettes, starkes Monster steht für uns und löscht unsere gesamte Gruppe aus. Ja, klasse. Nur weil meine Neugierde mal wieder zu groß war. Naja. Eigentlich schlecht. Vielleicht, wenn wir ihn besiegt haben sollten, ist die Waffe, die daneben ihn liegt, nützlich. Oh! Okay, damit hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Ich dachte, dass der... Naja, dass der, stärker sein würde, also mit den HP-mäßig her. Hier liegt der Stab einer Priesterin. Da hatte wohl jemand guten Appetit. Na klasse. Das hat's ja jetzt gebracht. Ich denke mal nicht, dass wir es ausrüsten können. Nö. War klar. Toll. Super. Gut. Haben wir die Hütte, Höhle umsonst untersucht. Na, bleib schön da, Hündchen. Schön da bleiben, Hündchen, ne? Oh. Mann, warum kann man hier auch nicht fliehen? Mann! Also Flucht hätte man hier echt in dem Spiel, ja, einstellen können. Wie jetzt heißt die Freibeuter? Okay. Gut. Die sind definitiv mit dem Angriff auf alle Fälle stärker, wenn mich nicht alles täuscht. Aber vom HP-Wert sind die niedriger. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Das sind reine Vermutungen. Aber... Naja, egal. Grübeln wir nicht so viel über die Gegner nach. Die machen ja sowieso gleich einen Abgang. Genau. Manchmal hören die echt aufs Wort. Juhu, Level up. Nein, nein, du bleibst da. Du bleibst da. Sei ein liebes Hündchen. Sei brav. Ach, prima. Das ist dein Ledermantel. Etwa, wäre etwas für dich? Ich hab schon einen. Naja, aber man könnte ihn eventuell verkaufen, um somit Geld für neues Material zu bekommen. Sehr nett. Oh, bringt ja doch nichts. Aber wo sie recht hat, hat sie... Da hat sie recht. Knete können wir immer gut gebrauchen. Okay, gut. Dann hat sich der Weg so teilweise gelohnt. Schön da bleiben. Ja. Yeah. Was zu... Es ist schon lange her, dass ich diesen wundervollen Geruch von Blut genießen konnte. Bist du ein Vampir oder was? Wow! Schocket! Meine Fresse! Erschreckt mich nicht so! Mann! Wow, 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 wow! Na, erstmal heilen. Wir wollen ja jetzt nicht draufgehen. So. Ja, sieht doch schon besser aus. Ja, greif ruhig immer weiter da an. Der kann das vertragen. So. Einmal. Ach, also mit gleich beide ein. Gut. Nein, ihr bleibt da. Ihr bleibt schön da. Schön da bleiben. So, ist hier noch irgendwas? Nein. Nö. Schick hier. Von hier ist es nicht mehr weit. Wir müssen nur noch über die Brücke und durch ein kleines Waldgebiet. Und? Was machst du dann? Ich hab dir schon einmal gesagt, das geht dich nichts an. Du hast wohl nach wie vor keine Ahnung, was? Selbst wenn es so wäre, das geht dich... Das geht... Was? Was geht dich das an? Du
du strahlst zu viel Charisma aus. Das würde dir jeden... Ja, es fängt schon wieder an heute, ey. Mann. Dass ich dir jeden Wunsch erfüllen würde. Dem macht es wohl Spaß, dich über mich lustig zu machen. Das Wort Ironie sagt dir wohl nicht, nicht viel was? Früher habe ich Leute schon für weniger getötet. Also, sieh dich vor, was du sagst. Ach ja? Und wie? Hast du sie etwa mit deinem finsteren Blick etwa in, um die Ecke gebracht? Glaub mir, das würdest du nicht wissen wollen, Jägerin. Jägerin? Aber wie kommst du nur darauf, dass ich eine Jägerin bin? Bist du das etwa nicht? Ich habe nie behauptet, eine zu sein. Ich bin eine freie Söldnerin und habe keine Lust für etwas Geld mein Leben zu verschwenden, indem ich Erdgeister oder andere dunklen Gesellen auflaure. Wenn das so ist, dann ändert das natürlich eine Menge. Du hast wohl etwas gegen Jäger? Hast du in letzter Zeit etwa etwas Unrechtes getan? Das geht dich nichts an. Das ist allein meine Angelegenheit. Klar. Ist mir eigentlich gleichgültig. Allerdings könntest du mir wenigstens deinen Namen anvertrauen. Wie dumm hältst du mich eigentlich? Du weißt doch genau, wer ich bin. Ansonsten würdest du dir nicht diese Mühe machen, mich genau in das Gebiet der Hexen zu befördern. Wie? Na, hör mal! In welchem ansässigen Ort gibt es einen Priestertempel? In jedem ansässigen Ort gibt es einen Priestertempel. Du musst ja wirklich Furchtbares angestellt haben, wenn du dich so vorsichtig verhältst. Du hast also wirklich keine Ahnung, wer ich bin? Nein. Aber ich wette, dass du mir das gleich anvertrauen wirst. Kaya, was machst du denn hier? Ist das jetzt? Oh, sie! Oh Gott, wie habe ich sie denn gesprochen? Die Hexe! Diese Stimme. Ich kenne sie doch. Aber das kann nicht sein. Also doch. Na, ihr beiden scheint euch ja gut zu kennen. Du, wie ich sehe, auch. Was hast du mit diesem Abschaum zu tun? Ich habe ihn nur bis Barit begleiten wollen. Weiter nichts. Du hast wohl keine Ahnung, wer da neben dir steht. Nein. Aber ich wette, einer von euch beiden wird es mir gleich verraten. Oh, Totenkopf. Ist es dir nicht zu albern, ein gewöhnliches Schwert auf mich zu richten? Für dich, Hexe, reicht es alle Male. Hey, jetzt reicht es aber, Leute. Ich kann mir irgendjemand sagen, um was es hier geht? Wieso fragst du nicht den Hexer? Hexer? Aber... Verdammt! Geh mir aus dem Blickfeld! Hörst du nicht? Verschwinde! Ich hätte es gleich wissen müssen. Schon als ich dich zum ersten Mal sah, wie naiv ich doch war. Wieso muss auch ausgerechnet ich immer an solche Männer geraten? Was? Naja, egal. Wieso steckst du nicht dein Schwert ein und ergibst dich ihr einfach? Du kannst ja schließlich nicht erwarten, dass ich mich gegen meine Schwester stelle. Zumindest nicht in diesem Fall. Schwester? Wenn das so ist, solltest du ihr jetzt besser Gesellschaft leisten. Ich werde auch mit euch beiden fertig. Komm schon. Ich weiß zwar nicht, was vorgefallen ist, aber da du keinerlei magische Kräfte mehr verfügst, wäre es von mir ungerecht, mich in diesen Kampf einzumischen. Wie kannst du es wagen, dich vor einen Kampf gegen mich zu drücken? Weil ich kein Interesse habe, dich tot zu prügeln. Das ist gut. Wir werden ja schon sehen,
wer hier wem den Kopf abschlägt. Vom Kopf abschlagen ist hier nicht die Rede. Dazu hast du ein zu attraktives Gesicht. Jetzt reicht's aber! Ich lass mich doch nicht von dir provo... Nicht schon wieder. Was ist geschehen? Das ist eine lange Geschichte. Willst du sie trotzdem hören? Oder begnügst du dich mit der Behauptung, dass ich von nichts etwas wusste? Du erwartest doch nicht, dass ich dir abkaufe, dass du die ganze Zeit nicht gewusst hast, wer er ist. Hey, ich wusste es wirklich nicht. Ich habe ihn nur beim Kämpfen zugesehen und verliebte mich augenblicklich in seinen knackigen Hintern. Okay. Also soll ich es nun erzählen oder nicht? Okay. Sie hat sich beim Kämpfen in ihn verknallt wegen seinem knackigen Arsch. Auch gut. Wie es scheint, hast du dich von deinem Schwächeanfall bereits erholt. Du bist sicher nicht hier, weil du dich um meine Gesundheit Sorgen machst. Was willst du? Ich möchte dir gerne ein Angebot unterbreiten. Ich werde deine Hinrichtung verhindern, wenn du mir das Versteck deines Meisters verrätst. Für wie dumm hältst du mich? Du wirst mich so oder so hinrichten lassen, Weib. Und selbst wenn ich es ausplaudern würde und du dein Wort hältst, muss ich dann mein restliches Leben in dieser Zelle verbringen? Vergiss es! Du bevorzugst also lieber den raschen Tod? Wie heldenhaft. Erspar dir deine hochmütigen Worte. Ich sehe auch so, wie sehr du dich über meine Lage amüsierst. Ich bin nicht das gleiche Scheusal wie du, Dame. Hier herrschen Regeln und Gesetze. Nicht ich verurteile dich. Der Rat des Ordens tut dies für mich. Und wo liegt da der Unterschied? Du gehörst ja zum Rat, also nehme ich doch stark an, dass du da deine Finger im Spiel hast. Du warst ja lange hinter mir her. Schade, dass wir uns erst jetzt treffen. Vor ein paar Tagen hätte ich dir noch hübsche Brandblasen verpassen können. Wie schön, dass sich wenigstens einer von uns amüsiert. Aber du hast recht. Ich hatte zur rechten Zeit die Göttin auf meiner Seite. Immerhin hast du es ihr zu verdanken, dass du meine Fänge in... Oh, da stand, glaube ich... Er hatte sie. Ich... Sorry, Leute. Woher weißt du das? Wieso denn plötzlich so überrascht? Oberrätin meines Ordens ist es eine Leichtigkeit für mich gesehen, Lichtspuren zu verfolgen. Als ich merkte, dass du direkt in einen alten Gebetstempel außerhalb von Bari teleportiert bist, war mir klar, wer dir geholfen und zugleich auch bestraft hatte, wie es scheint. Wenn du es weißt, Weib, wieso kommst du darauf, mich im Namen der Göttin hinrichten zu lassen? Wie gesagt, der Rat hat diese Entscheidung getroffen, nicht ich. Sollte Risas wirklich einen guten Grund haben, dein Leben zu schonen, wird sie deine Hinrichtung zu verhindern wissen. Wenn nicht, stehen wir uns eines Tages wieder als Feinde gegenüber. Und ich werde dich garantiert nicht verschonen. Verfluchtes, arrogantes Miststück. Die glaubt doch nicht wirklich, dass sie mir gewachsen ist. Egal. Ich aus dieser Zelle rauskomme. Ich habe keine Lust, hier auf meine Hinrichtung zu warten. Gut, Leute. Ja, uns läuft wieder mal die Zeit davon. Ja, und dann verabschiede ich mich in dieser einsamen, trostlosen Zelle von euch. Mal schauen, wie es nächstes Mal weitergeht. Ja, und somit sage ich... Ja!
Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Feuer um Mitternacht. Also dann, macht's gut. Ciao.